Im Routing-Fenster sind oben die Audioquellen dargestellt und links die Ausgangskanäle. Die Signale fließen also sozusagen von oben nach unten links. Welche Audioquellen hier angezeigt werden, hängt davon ab, welches AVB-Interface angeschlossen ist. Beim Moto 1248 sehen wir zuerst die analogen Eingänge, und zwar 4 Mikrofon, 2 Gitarren und 8 Line-Eingänge. Daneben sind die digitalen Eingänge SPDIF und 2 optische ADAT-Bänke. Nach den physikalischen Eingängen kommen die Returns aus dem Computer. Wenn das Interface Teil eines AVB-Netzwerkes ist, werden hier die AVB-Streams dargestellt, die aus den anderen angeschlossenen Netzwerkgeräten kommen. Zum Schluss sieht man die Bus-Returns aus dem im Interface integrierten Mischer. Hier gibt es die Main-Outs, Monitor-Outs, Aux-Outs, Group-Outs, Reverb-Return und schließlich die Kanalausgänge des Mixers. Audioquellen können also physikalische Inputs sein, AVB-Streams oder Mixbusse. Schauen wir auf die Ausgänge. Es werden immer die Ausgänge angezeigt, die das angeschlossene Interface bereitstellt. Hier also die vom Moto 1248. Zuerst gibt es die Kopfhörerausgänge. Diese sind Stereo, wir haben also 2 Ausgangskanäle für jede Kopfhörerbuchse auf der Vorderseite des 1248. Daneben liegen die Main-Outs, Monitor-Outs und 8 analoge Ausgangskanäle. Dann die digitalen Ausgänge, SPDIF und ADAT. Nach den physikalischen Ausgängen des Interfaces haben wir nun die Ausgänge vom AVB-System in den Computer. Dann die Ausgänge zurück ins AVB-Netzwerk und zum Schluss die Ausgänge zurück in den internen Mischer. Die Ein- und Ausgänge sind nur dann sichtbar, wenn sie im Device-Tab aktiviert wurden. So kann man sicherstellen, dass nur die Ein- und Ausgänge angezeigt werden, die gerade verwendet werden. Wie verbinde ich nun eine Quelle mit einem Ziel? Ganz einfach, ich klicke auf ein Feld im Raster. In diesem Beispiel route ich den Eingang MIC1 zum Computereingangskanal 1, sodass ich das Mikrofon aufnehmen kann. Die Eingangsquelle wird jetzt neben dem zugeordneten Ausgang angezeigt. Wenn ich eine Stereoverbindung herstellen will, markiere ich 2 Kanäle. Jetzt route ich die beiden Mikrofoneingänge in die Computereingänge 1 und 2. Wenn ich eine komplette Bank zuweisen will, kann ich einfach mit der Maus über das Raster ziehen. Jetzt gehen alle 8 analogen Eingänge zum Computer. Ein Signal kann auch zu mehreren Zielen geroutet werden. Ich habe die analogen Eingänge zum Computer geschickt, jetzt will ich sie noch in den internen Mischer routen, um das Monitoring zu machen. Wenn ich die Ordner schließe, kann ich mit einem einzigen Mausklick alle Kanäle in diesem Ordner gleichzeitig zuweisen. Wenn ich wieder öffne, sind alle 8 analogen Eingänge zu den 8 Eingängen des Mischers geroutet. Eingänge können grundsätzlich zu mehreren Ausgängen geroutet werden. Zum Beispiel kann ich meine 4 Mikrofone auf die Kopfhörer routen und gleichzeitig in den Computer schicken, um sie dort aufzunehmen, und ich route sie auch noch in das AVB-Netzwerk. Ein Ausgangskanal kann aber immer nur einmal zugewiesen werden. Wenn ich die Mikrofone auf die Kopfhörer schicke und jetzt gleichzeitig auch die analogen Eingänge auf die Kopfhörer routen will, wird die erste Markierung wieder aufgehoben. Das geht also nicht. Alle Signale, die man auf einem Ausgang zusammen hören möchte, müssen zuerst in den internen Mischer geschickt werden. Ich scrolle zum Mischpult und route meine Mikrofone in die Kanäle 1 bis 4 und die analogen Eingänge in die Kanäle 5 bis 8. Im Mischpult mische ich die Kanäle zusammen und schicke dieses Signal auf die Kopfhörer oder Main-Ausgänge.